Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Forest. Hallöchen. Ja, mit der Party, Hildegard. Yeah, Party. Extrem Headbanging. Gut, ja, wir sind immer noch hier und im Krater vermutlich. Wir haben die Tür immer noch nicht geöffnet, weil wir trauen uns nicht. Ich sehe zwei Nackte. Ja, that's it. Ja, ich habe schon Mutanten gehört. Okay. Gut. Ja, dann und ich habe mein Schwert schon vergiftet. Oh, du bist ja... Oh. Mein Katana. Das könnte ich eigentlich auch mal fix machen, oder? Zack. Habe ich mal hier fixen. Noch irgendwas? Heckenkirsche. Nee, ich habe nicht genug Heckenkirsche. Schade. Kann ich nicht aus so einem Knollen... Du kannst auch einen Fliegenpilz nehmen. Oh, einen Pilz braucht man sogar nur einen. Das ist ja geil. Ja. Jo, habe ich auch gemacht. Ih, da ist ja was am Schwert dran, ne? Mhm. Soll ich noch Stein drauflegen? Oder? So, ich mache das. Okay. Und ich würde auch sagen, das hier ist unsere Rückzugsstrategie auch. Oh. Du musst sie drauflegen. Ja, ich habe aus Versehen E statt C. Ah. Okay. Okay. Ja. Ich sehe... Ui, ist das hier drin hell, hä? Aha. Oh Gott. Oh, ich dachte schon, das Ding ist zugegangen. Oh, da kommen noch zwei, ne? Ja. Wieso stehst du da einfach nur? Hä? Wieso? Ist das so aus, als würdest du einfach nur stehen? Nee, einen habe ich schon erledigt. Der eine rennt weg, den lasse ich mal. Ich wollte da jetzt nicht so irre hinterher rennen. Ja, ich habe ihn geblockt, seinen Schlag habe ich geblockt. Deswegen stand ich kurz... Okay, wieso brüllt wow, er so? Wow, das halt ja voll. Hallo. Hilde. Okay, genug. Jetzt wollte ich hier schon looten, aber man kann die ja gar nicht looten. Ja, falsches Spiel. Ja, verdammt. Oh, guck mal, da liegt ein Hubschrauber. Hubschraub. Warte, ich tue nochmal mein Schwert vergiften, das fand ich irgendwie gut. So. Ach, ich drücke auch immer die falsche Taste. Um ins Inventar zu kommen. Ey, das ist so verflixt, wenn du so mehrere Spiele spielst. Ey, du bist echt geistig völlig gaga. Gut, okay. Oder so ein Mutant mit ganz vielen Armen. Ja, der will dich mal umarmen. Der will dich umarmen, Mann. Ja, das will ich hoffen. Zeit für Pfeile. Und zwar, welche nehmen wir? Brandpfeil. Was, Zeit für Pfeile? Wieso Pfeile? Kannst du Molly nehmen? Ein Molly am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Bereit? Mhm. Oh, ich habe über ihn drüber geschossen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich habe den Molly schon angezündet. Dann wirf ihn. Ah, super. Geiler Wurf. Hä, was macht er denn? Rumstehen. Oh, sag mal, irgendwie... ich bin im Mollys werfe voll die Nulpe, ey. So, noch einmal. Der klingt echt gruselig. Mhm. Ja, er ist wie eine olympische Fackel unterwegs, ne? Ich hab's genau gesehen. Der hat Steine auf dich geworfen. Ja. Lass mich. Geh weg. Wieso zündet er denn den Pfeil nicht an? Ich verstehe es nicht. Wo will er hin? Soll er stehen bleiben? Ich habe einen brennenden Molly in der Hand. Bleib. Oh, ich brenne. Au. Trink was? Vielleicht hilft es. Na, zu spät. Aber es hat gar nicht so reingehauen. Alles gut. Hui. Willst du auch noch Pfeile nehmen? Pfeile? Nee, ich habe keine Pfeile auf ihn geschossen. War das nur ich? Ich nehme nur Haut. Ein bisschen Haut tut gut. Lecker. Ey, wieso?
Wieso drücke ich eigentlich laufen die falsche Taste? So. Hey, das ist so schlimm. So, Hunger, Durst, alles gut. Ich habe jetzt noch eine Mutantenhaut angezogen. Okay, schrapp. So, schauen wir uns mal hin. Wo ist denn jetzt das Schwert da? Oh, Headshot, hä? Mhm. Oh, leck, du gehst ja ab. Geil. Was? Oh, aber hier liegt was, ne? Ich habe eine Machete gefunden. Oh, cool. Aber ich habe doch gerade immer noch hier Dingens gehört. Komm mal her und hier bei auf der Hubschraubertür liegt die. Yay! Geilo! Ich weiß gar nicht, die Machete ist aber jetzt. Ich weiß gar nicht, wofür gibt es die eigentlich? Nur weil du ein Katana hast. Ich guck hier mal noch ums Eck. Ah ja, da ist noch so ein. So ein korpulenter. Ich bin in den Hubschrauber reingefallen. Und komme hier nicht mehr raus. Das ist schlecht. Oh, zwei korpulente Mutanten sind hier noch. Ja, ich habe gerade ein anderes Problem. Ich muss irgendwie aus dem Hubschrauber rauskommen. Weiß noch nicht wie. Wie kommt man denn aus dem Hubschrauber wieder raus? Hallo? Guten Tag. Wollen Sie mitfliegen? Ich mache eine kleine Rundreise. Oh, jetzt. Ach, zum Glück. Ich dachte schon, hey, scheiße. Witzig. Hätte ich die Pilotenkluft an, hätte es ja gepasst. Aber so, okay. Genug Spessens gemacht hier. Der Hubschraubschrauber. Warte mal, ich muss mal von dem auch noch einen schicken Screenshot machen. So, den nenne ich. Im Kastell. Was, du hörst nach Mutanten, hast du gesagt. Oh ja, ich sehe ihn. Ich bin auf ihn. Big Mama, komm schon. Wieso benutze ich eigentlich immer noch den Scheißbogen? Ich glaube. Hä, wieso treffe ich ihn denn nicht? Weil du ungeschickt bist. Was ist? Er hat mich umgerannt. Echt? Ja. Wieso ist der schon hier oben? Weil er echt schnell ist. Ich muss doch erst Pfeile changen und alles. Oh Mann. Also ich spieße ihn gerade mit Pfeilen auf. Gut. Oh, ist der schnell. Ja. Ich vergifte ihn laufend, okay. Jetzt hat sie ihn auch dahin gerafft. Hey, der brennt ganz schön, ha? Huh? Genau so einer rennt nochmal um. Okay. Wieso kriegt man von dem eigentlich nur ein Stück Haut? Ach, ja. Meinst du, da wäre ja reichlich Haut dran? Ja. So. So, zeig ich, bevor es dunkel wird. Was, da ist noch einer, sagst du? Ja. Okay. Ja, sehen. Diese komischen Geräusche hier auch immer. Soll ich mal auf mich schießen? Ja. Oh, das war richtig scheiße geschossen. Aber mit dem Bogen muss man sich aber dran gewöhnen, ne? Mhm. Der ist echt präzise. Ach, scheiße. Du hast ihn getroffen, scheinbar. Der hat irgendwie was von... Der hat mich umgerannt. Irgendwas von Sumo-Ringer hat er, ne? Mhm. Achtung, er kommt. Das sieht so geil aus. Ah ja, okay. Schön. Ja, mega. Bald sehen wir selbst aus wie Mutanten, wenn wir das Ding vollständig haben. Ich muss mal gerade noch ein paar Pfeile vergiften hier. Also ich finde, die Giftpfeile sind schon geil, ne? Ja, ich finde auch die Brandpfeile ziemlich gut. Oh nein, ich habe keine Brandpfeile. Wie macht man die denn nochmal? Mit Stoff und Alkohol, ne? Ja. Ja. Okay, das muss reichen. So. Oh nein, jetzt wird's hier dunkel, ne? Mhm. Wo bist denn du eigentlich? Ah, du bist ja hier schon. Ich bin da ein Stück weitergelaufen. Ich sehe schon.
Beschmuddig, hä? Hier gibt's einen See. Okay. Da hinten sind noch so ein paar. Oh. Da ist noch ein Mutant und noch Typen. Typen? Mhm. Hey, da sind Typen. Okay. Drei Stück. Na gut, die drei, die könnte man ja so mit dem Bogen wegnieten, oder? Ja, versuchen wir mal. Na, das war natürlich super geschossen. So, das war Nummer eins. Also ich muss sagen, mit dem Bogen ist es echt schwierig. Zacke. So, jetzt ist nur noch der Mutant da. Das macht's nicht besser. Ja, ich frage mich aber, ob der hier überhaupt hochkommt, wo wir sind. Weiß nicht, vergiftet ist er mal. Und jetzt brennt er auch noch. Wir geben ihm echt alles, ne? Ja. Lebt er noch? Nee. Oder? Ja. Doch. Er hat so komische Gluckergeräusche gemacht. Ich war mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob er noch lebt. Ah, da ist... Ah, jetzt ist er tot. Ja gut, okay. Wo kommt man denn hier am... Zack. Ein paar Pfeile bräuchte ich mal wieder, so. Oh, das ist komisch, dass das hier so halt. Das ist echt gruselig. Ich finde das eigentlich ganz cool gemacht. Na, da ist natürlich nichts drin. Hast du die Pfeile schon gemopst? Ah, nee, da ist noch einer. Nee, hier ist noch einer zum Beispiel. Okay. Tja, die Kartons sind ja jetzt nicht so überragend hier, ne? Nee, auch das... Ich dachte, Wunder weiß was. Wunder... Weiß was. Schon. Ja, was wir da finden bei dem Flugzeug. Hubschrauber? Ja, bei dem Hubschrauber, ja. Und irgendwie... Hm. Jo, Krater, also coole Action. Aber... Du, Nasenbär, du. Was denn? Du wolltest doch was sehen, oder nicht? Okay. Machen wir mal hier mal wieder Feuerzeug an, hä? Okay, ja, aber, geht's da noch weiter rum? Nee, dann geht's nicht weiter rum, oder? Nee, ich guck mal grad. Unter Wasser irgendwo. Elektronikbauteile gibt's hier, okay, die braucht kein Mensch. Ich guck grad nochmal ganz kritisch. Oh, hier gibt's einen Höhleneingang. Wo ist hier? Im Wasser. Im Wasser? Oh, ja. Ich hab Hunger. Kann da runtertauchen. Ich musste gerade noch was essen und was trinken. So. Okay. Aber, ja. Aber ich muss sagen, bevor wir das machen, würde ich gerne kurz zurückgehen und speichern. Ah ja, das können wir machen, ja. Weil ich traue dem Spiel nicht. Du traust dem Spiel nicht? Wie, was? Nee. Wieso denn das nicht? Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Ne, ernsthaft? Also... Aber dass es hier nichts gibt, finde ich ein bisschen traurig. Mhm. Ja, es gab eine Machete, ich weiß, aber... Es gab nur eine blöde Machete. So. Yay! So, speichern. Dann ziehe ich mir auch mal meine Tauchausrüstung an. Zack. Und dann
geht's los, oder? Jut. Kann man eigentlich auch andersrum? Nee, ne? Man muss... Nee, kommt man nicht. Glaube ich, zu hoch. Aber spannt ja gerade, ist ja echt krass, ey. Der Mond da oben und so. Sieht ja bös krass aus hier. Ja, es ist echt interessant. Also, der Flug ist nicht gut verlaufen hier, glaube ich. Ja, vor allen Dingen dann, was für ein Pech, dann auch noch in den Krater abzustürzen, oder? Ja, Holiday Airlines. So, da mittendrin, wo ich die Fackel hingeworfen habe, da geht's runter und dann kann man, also das ist wie so ein Spalt. Okay, dann tauch du mal und ich tauch dir nach. Okay, dann ich mach kurz was. Oder traust du dich nicht, ne? Nö, nö, ich trau mich, alles gut. So, ich habe auch noch genug Luft wahrscheinlich. Bist du da? Mhm, ich bin da. Okay, interessante Action. Das ist so gruselig, finde ich. Ja, es hat schon einen Gruselfaktor auf jeden Fall. Ja, immer wenn ich ganz still werde, dann denke ich, oh Gott, was passiert hier? Kann man eigentlich die Tauchflasche auch während des Tauchens nachfüllen? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Ah ne, man kommt nicht ins Inventar, okay. Weil meine ist ja zur Hälfte schon leer, ne? Ja, meine auch gleich. Na, ein bisschen beeilen hier. Wie kannst du denn schneller schwimmen als mit, ich? Rennen. Ach, meine Ausdauer ist schon aufgebraucht, deswegen. Ah ja, okay. Oh, ich werde aber auch meine Tauchflasche mal auffüllen. So. Oh, mir ist kalt. Schweinekalt ist mir, oder mach mal Lagerfeuer, ja? Ja, und ich guck mal, was hat der Zettel liegt. Ein süßes Bild. Okay. Gar nicht schlecht gezeichnet. Guck's mir gleich an. Tragen, ablegen. So, erstmal hier die. Ah, da oben. Ah ja. Das waren wir gerade, oder? Mhm. So. Was war das denn für ein Geräusch? Ich weiß nicht, wir liegen ganz viele. Oh, guck mal, hier ist ein. Ein Rösti. Was? Guck, ein Rösti. Hier liegt ein Rösti. Oh ja. Okay, cool. Oh, hörst du das Gestampfe? Ich höre so ein tiefes, dunkles Raunen. Okay, ich habe Gestampfe gehört. Der Gang sieht aber echt anders aus als alle anderen Gänge, behaupte ich, oder? Ja. Das sieht verdammt gruselig aus hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ist da was? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ist nicht. Ja, ich höre aber auch so ein Gestöhne. Oh, da ist ein... Wo habe ich denn? Ah, da. Das war nicht so gut. Wieso? Weil er aufgewacht ist durch das Licht. Ah, sorry. Oh, sag mal, das mit dem Treffen ist echt schwierig, ne? So, den habe ich. Ja, du lachst. Oh, hier ist ein Foto am Boden. Warte, soll ich mal ein bisschen Platz machen? Keycard. Irgendwas mit Keycard auf dem Foto. Ah ja, eine Keycard haben wir auf jeden Fall. Da ist noch einer, der kauert. Den könnte man hier auch so wegnieten, oder? Wieso kauert? Haben die woanders auch immer gekauert? Das weiß ich nicht. So. Den haben wir auch. Sehr gut. Mhm.
Ich muss meine Pfeile hier mal wiederholen, ey. Okay, wie, also, das ist hier aber kein normaler Cave, oder? Das sieht echt anders aus hier. Ja, es sieht schon ein bisschen, ist auf jeden Fall gruseliger, finde ich. Ja. Hörst du auf? Ich wusste, dass sich das freut. Nicht. Okay. So. Dieses Licht her. Folge dem Licht, immer dem Licht folgen. Geh ins Licht. Hast du auf der anderen Seite geguckt? Nee. Dafür habe ich einen Spielepartner, der kann die andere Seite entlang gehen. Ach du Scheiße. Aber sieht cool aus. Ja. Schicke stimmt Beleuchtung. Wir sind insgesamt ein bisschen gruselig hier, aber cool. Ja. Aber recht wenig los hier, so insgesamt. Hallo, jemand zu Hause? Nö. Aber was war denn das mit dem Foto mit der Keycard? Ich weiß nicht. War das jetzt sehr wichtig? Ich guck nochmal ins Menü, aber... Ja, falsch. Ich weiß nicht, man kann auf dem Foto nicht so ganz genau erkennen, finde ich, was da gemeint ist. Weil bis jetzt hatte ich immer den Eindruck, die Fotos sind halt... Hä? Wo ist denn das Foto überhaupt? Nicht spielentscheidend. Bei Notizen ist es schon mal nicht. Ich guck die gerade im Inventar alle durch. Hast du Fotos im Inventar? Ja, ganz unten. Die mit den X'en. Ah, stimmt. So, aber das altes mit der Foto. Nee, das ist es nicht. Aber ich fand, das sah auf dem Foto aus, als wäre da jemand gelegen und hätte halt das, die Keycard in der Hand gehabt. Okay. Na gut, eine Keycard haben wir ja auch tatsächlich. Ja, stimmt. Die ist ja am Rucksack dran. Und auf der Schlüsselkarte, das hat mir ja schon mal geguckt, da steht Sahara. Ja, dann gehen wir doch einfach mal davon aus, dass es passt, oder? Ja, haben wir eine andere Wahl? Nee. Ach, hier liegt eine Kassette. Kassette? Ist es eine Musikkassette gewesen? Nee, eine Videokassette, glaube ich. Da stand Armsi Ausbruch. Ah ja. Armsi? Die gucken wir uns mal an, oder? Ja. Oh. Ja, okay. Das Geräusch kennen wir aber, ne? Mhm. Und das war doch Timmy in dem Rollstuhl, oder? Ich vermute mal. Der alte Schlingel drückt sich vom Fußball. Oh, da geht's aber tief runter. Hier, da rechts ist ein Seil. Ja, und gruselig. Da cool. Dankeschön, ich gehe mal runter. Die Mutigen zuerst. Was, die Muttis zuerst? Die Muttis zuerst oder die Mutante. Ach, schön. Lass doch mal Frauen und Kinder zuerst. Das stimmt. Naja, hier geht es dann wieder hoch, rauf und runter und rauf und runter. Das Spiel kann sich aber auch nicht entscheiden, ne? Okay, was ist da hinten? Das ist echt... Wieso ist denn da so romantische Beleuchtung? Romantisch? Ja, das liegt dran, weil Valentinstag war. Mit tollen Schädellampen. Stoßen wir hier gerade zum Erdkern vor, oder? Ja, gleich laufen unsere Zwerge über den Weg. Die haben zu tief gegraben, weißt du? Warst du hier oben schon? Nee, hier hast du noch nicht geguckt, ne? Da geht's nicht. Du bist so ein Angeber. Das ist der Wahnsinn, so.
Ist aber echt schön romantisch hier. Wenn die Geräuschkulisse noch etwas netter wäre. Und so ein Drink wäre gut. Ich habe schon wieder Hunger. Ich muss mal kurz was essen. Und ich habe Durst. Ich trinke die ganze Zeit Soda hier, ey. Soda. Ja, aber schön ist es. Und man ja, schön gruselig. Oh, was ist hier los? Es mündet in eine große Höhle. Da stehen zwei. Ich werf mal so eine Fackel, oder? Ach nee, wir schießen erst mit dem Pfeil auf die zwei. Mhm. Ich nehme den rechten. Hm. Ich bin gerade überlegen. Hast du schon geschossen? Ja. Ach, du hast ihn schon umgenäht. Dann kannst du den anderen dann auch mal umgenäht. Linken. Sehr gut. Wieso sterben die hier so leicht? Weiß nicht. Oder liegt es an dem Bogen? Aber so über ist er doch gar nicht, oder? Scheinbar schon. So, jetzt können wir aber mal so eine... Du standst mir im Weg, glaube ich. Ja, ja, genau. Nein, echt? Du hattest doch in Sport auch eine 6. Danke. Wie unhöflich. Da kauern wieder welche? Wieso kauern die hier alle? Die Schlorfe. Ist doch klar. So, dem habe ich in den Popo geschossen. Schon mal auch nett. Und dem auch. Zack, tot. Psst. Na, da hinten. Oh, geil, hier gibt's was zu trinken. Also, die verhalten sich hier doch total komisch. Freu dich doch drüber. Na, das macht mich, das lässt mich aufhorche. Oh, hier geht's auch noch weiter, ne? Da am Eck. Ist eigentlich ganz schön hier. Man wird jetzt nicht wohnen wollen hier, aber an sich ist schön. Es könnte schlechter sein, ja. Da kauern welche im Wasser. Weißt du, wofür ich dem Spiel recht dankbar bin? Jetzt kommt's. Das ist ein spinnenfreies Spiel. Ja, bis auf den Mutanten mit den vielen Beinen, der so ein bisschen an Spinne erinnert. Ja, aber... Oh, es gibt hier Dynamit. Das ist schon mal gut. Über Dynamit bin ich immer sehr dankbar. Hier ist ein Rettungsring. Falls du abdriftest, oder? Falls du abdriftest... So, jetzt hole ich mir meine Pfeile. Ah, der Rettungsring gehört wohl hier zu dem Boot, ne? Och ja. Mein. Wieso? Liegt der bei dir auch so halb im Boot? Ja. Witziger Kerl. Er hat richtig Humor, ne? Oh, da ist ein Zelt. Ah, schön. Alter Latz, wer zeltet denn hier bitte? Oh, da ist noch einer im Wasser. Oh, wenn man geschwommen ist und zittert, dann zittert man auch beim Bogenschießen, ne? Soll ich ihn erschießen? Ja, ich kann nicht. Ich zitter mir einen ab gerade. Oh. Hast du ihn auch nicht getroffen? Ja. Hä, warum schläft er jetzt wieder? Okay. Seltsam, oder? Ich beschwere mich nicht. Absolut nicht. Komm her. Schaffst du ihn, ja. Ja, ja. Ach, mir ist gerade ganz schön arschkalt.
sogar schon ein bisschen Schaden genommen. Ja, ich habe gerade mal hier ein bisschen Feuer mit der Axt da. Nice. Blöd, wenn in der Kiste Dynamit ist jetzt, ne? Mit der brennenden Axt. Ich sehe aber auch, bevor wir weitergehen, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, gell? Da. Das geht so schnell, das ist der Hammer. Wollen wir dann vielleicht einen Folgenswitch machen, du? Du mit deinem Schnorchel da. Ja, dann bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann, ja, bis gleich. Bis gleich. Ciao.